Herzlich willkommen beim Marketing Hacker, der Podcast für erfolgreiche Unternehmer, Influencer und Leute, die es werden wollen. Unser Ziel ist es, die besten Tipps, Tricks, Shortcuts und Business Hacks erfolgreicher Unternehmer und Marketing-Innovatoren an euch weiterzugeben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und begib dich nun mit uns auf eine Reise des Wachstums, geprägt durch Innovation und neue Technologien im Bereich Marketing und Neukundengewinnung. Ja, herzlich willkommen da draußen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von der Marketing Hacker. Und heute ist mir eine ganz besondere Ehre. Ich habe Julian Backhaus heute bei mir mit dabei. Julian, ich höre dich schon lachen, du bist da. Hallo Rainer, grüß dich. Du bist Startler, okay. Für die Zuhörer da draußen, ihr bekommt heute eine ganz, ganz besondere Heldenreise, weil die mich selber mordsmäßig geflasht hat. Ich habe Julian vor, wie lange ist jetzt her? 8 Jahre, glaube ich. Oder? Ja, mindestens, ja. Vor 8 Jahren haben wir uns kennengelernt und Julian hatte damals eine Werbeagentur und auf einmal jetzt so von einem halben Jahr, durch Social-Media-Kanäle bin ich wieder auf ihn aufmerksam geworden und mir hat es fast die Leiste weggeschossen, als ich gesehen habe, was hat Julian alles erreicht und vor allem, ich war dann mal auf seiner Seite Wirtschaft TV, sehe teilweise die YouTube-Videos über 50.000 Views, eine Reichweite und dann sehe ich in Social Media Portalen, wem er überall die Hände so schüttelt und da dachte ich mir, oh, den muss ich mir packen, ich will wissen, wie diese Heldenreise verlaufen ist. Und ich denke, das werden wir heute in dem spannenden Interview erwarten und zudem mein Thema heute, das ich mir auch rausgepickt habe und ich denke, da wird keiner besser drüber berichten können als er, wie man sich selbst zu einer Marke aufbaut, denn ich glaube, das hast du geschafft, erstmal wie kein anderer. Und ich glaube, das würde heute unsere Zuhörer inspirieren, wenn wir dazu was hören. Sehr schön. Vielleicht mal zum Einstieg, um warm zu werden, auch dass die Leute wissen, hey, wer bist du? Mit der Werbeagentur ging's los. Magst du mal kurz so den Werdegang ein bisschen schildern zu dem, oder quasi wie du heute zu Wirtschaft TV gekommen bist oder zu den Projekten, die du heute machst? Wie hat sich das entwickelt von damals? Na, es sind ja eigentlich, Rainer, immer irgendwelche Ketten, die sich in Gang setzen. Und so war das bei mir auch. Das sind dann so wie Dominosteine, die nacheinander umfallen. Wobei umfallen jetzt kein positives Wort ist, aber das wäre vielleicht das beste Bild. Das mit der Werbeagentur hast du recht, genau. Ich war im Marketing und dann Werbeagentur. Wir haben einen Verlag betreut mit der Werbeagentur, haben denen ein neues Heft aufgebaut. Mein Traum war schon immer. Auch als kleiner Junge habe ich mich immer mit Medien beschäftigt und habe gedacht, irgendwann hast du vielleicht auch mal eine Zeitung und einen Fernsehsender, was natürlich, wenn man irgendwie ein Teenie ist, völlig bescheuert klingt. Und aber trotzdem, man soll ja aufpassen, was man seinem Unterbewusstsein so vorgibt. Das brodelte zumindest in mir. Und mit der Werbeagentur ergaben sich zwei sehr wichtige Kontakte. Der eine war der Thomas, der dann auch als Kunde bei uns gewesen ist und über den ich dieses Finanzthema mit Immobilien und solche Geschichten kennengelernt habe. Und daraus wurde dann irgendwann ein Verlag, den ich gegründet habe. Und daraus wurde dann das Sachwertmagazin, was in dem Verlag erschienen ist, was zu einer Zeit der Finanzkrise dann entstanden ist und in den Handel gegangen ist, wo jeder irgendwie irgendwas über Sachwerte wissen wollte. Und wir waren halt das einzige Magazin, was sich mit diesen physischen Sachwerten beschäftigt hat, vollends, ohne irgendwelche anderen Nebenspielereien. Und von daher sind wir damit extrem erfolgreich geworden. Gleichzeitig kam die Idee, das hast du eben selber schon angesprochen, Wirtschaft TV, halt einen Online-Sender zu schaffen, so in die Zukunft gerichtet, einen Online-Sender zu schaffen, der sich nur mit dem Thema Wirtschaft beschäftigt, also so das deutsche Bloomberg, wenn man so will, also nicht, wobei ich halt dieses Thema Finanzen nur einen Anteil haben lassen wollte und auch noch andere Themen damit reinbringen wollte. Und das war aber nicht die Zeit. Das ist dann erst 2014 soweit gewesen. Da habe ich dann den Manuel Koch mit an Bord geholt, habe mit ihm zusammen eine Gesellschaft in Berlin gegründet, weil er ist halt ein Fernsehmann. Er kam aus New York von N24 und wusste, wie Fernsehen funktioniert, wusste ich nicht. Und von daher war das eine tolle Ergänzung, weil ich hatte die ganzen
Kunden und Business-Netzwerke, die man für sowas braucht. Und er hatte halt die ganze Expertise. Alleine erfolgreich wird ja kaum jemand. Und von daher haben wir uns das dann geteilt. Das ist auch ein phänomenaler Erfolg geworden, zum Glück. Und damals in der Zeit, wo ich das Sachwertmagazin aufgebaut habe, kam dann auch der Deutsche Sachwert- und Finanzverband aus der Hauptstadt auf mich zu, die im Bundestag aktiver werden wollten und halt Lobbyarbeit für diese Branche betreiben wollten und haben mich gefragt, ob ich mich nicht als Vorstandsvorsitzender zur Verfügung stellen würde. Hatte ich irgendwie Lust drauf, war mal eine Erfahrung, die man machen könnte. Letztendlich ärgert man sich ja eh nur über das, was man nachher nicht gemacht hat. Und von daher habe ich dem mal einen Try gegeben und ja, von daher ist es dann halt so, dass ich da irgendwie im Bundestag so ein bisschen Lobbyarbeit mache, mich mit Politikern treffe und so weiter, diese Branche so ein bisschen zeige, wobei ich mich jetzt nicht unbedingt als Branchenexperte für diesen Finanzsektor da sehe, sondern wow, der Hammer. Sondern eher so als Kommunikator. Also das ist eine Sache, die macht mir jetzt auch mit dir viel Spaß, weißt du, wenn man sich über etwas unterhält, wenn man neue Ideen entwickelt, wenn man jemanden anders vielleicht auch für die eigene Idee begeistern kann, etc. So dieses Kommunizieren, das ist großartig, das ist schön. Hammermäßige Heldenreise, sehr cool. Wie alt bist du? Darf man es noch fragen? Ja, natürlich. ich werde tatsächlich jetzt in ein paar Tagen 30. Du hattest noch nicht mal die 30er-Grenze über. Ich dachte zum Beispiel, Lobbyist, jetzt wo man das so hört, ich dachte, Lobbyist wird man, wenn man mal Bundeskanzler war oder so, oder? Oder so wird Lobbyist bezeichnet, Leute, die Kontakte ohne Ende haben oder und mit den großen Playern unterwegs sind. Das ist so wie Coach, weißt du, Coach, da darf sich auch jeder Idiot nennen und du hast natürlich recht, normalerweise sind Lobbyisten ja Leute, die eine lange berufliche Reise schon hinter sich haben und diese ganzen Kontakte aufgebaut haben und dann die zu Geld machen oder halt zu neuen Ideen oder so weiter bewegen. Und ja, von daher, also klar, hatte ich natürlich den riesengroßen Vorteil, dass ich jetzt schon die halbe Welt kennenlernen durfte, was andere vielleicht in einer langen, langen Zeit nicht schaffen. Vielleicht war das so mein Vorteil. Genial. Kurze Zwischenfrage dann noch, wenn du sagst, du bist jetzt 30, hast du schulisch Abitur gemacht und dann gleich selbstständig oder hast du auch studiert oder sowas? Schule fand ich immer total scheiße, habe ich nie Lust zu gehabt. Ich war jetzt zwar nicht irgendwie jemand, der andauernd gefehlt hat oder sowas, aber wirklich Lust hatte ich dazu auch nicht und deswegen habe ich so mehr oder weniger gut die Realschule abgeschlossen. Also das, ich weiß nicht, das hat jetzt glaube ich einen anderen Namen, Oberschule oder sowas. Und habe kein Abitur gemacht, habe dann noch so eine Wirtschaftsschule gemacht, um so ein bisschen mehr in dieses Thema ja, Buchhaltung und Firmenrecht und so weiter reinzukommen, weil ich natürlich schon, da bin ich familiär so ein bisschen vorbelastet, schon immer den Traum hatte, ganz schnell selbstständig zu werden, ganz schnell mein eigener Boss zu sein. Das habe ich dann zum Glück auch parallel zu meiner Berufsausbildung, ich habe da kaufmännische Ausbildung gemacht, schon gemacht und habe dann halt diese Marketingfirma aufgebaut und konnte dann zum Glück auch sofort mein eigener Chef sein. Das war gut. Okay. Ich muss sagen, du bist natürlich dann Unikat, also ich kenne ja alles hier. Ich wollte Pilot werden zum Beispiel mal, Feuerwehrmann, Polizist, aber dass jemand im Sandkasten gesagt hat, ich möchte mal einen Fernsehsender haben, ist natürlich, ist auch echt abgefahren. Er ist abgefahren, ja. Und vor allem ist es ja in der Form Realität geworden, ne? Ja, genau. Es ist ziemlich, halt, ziemlich genau, ja. Heute senden wir halt nicht mehr übers Fernsehen, wir senden übers Internet, was aus meiner Sicht wahrscheinlich eh in der zukünftigen Entwicklung das Internet wird oder ist ja das Fernsehen. Definitiv. Wir gucken alle und es ist der Hammer. Ich sehe das bei unseren jungen Angestellten, die haben alle keinen Fernseher mehr, weil die gucken alle nur noch ihre YouTube-Shows und wenn sie sich mal bei Netflix irgendwas streamen oder so, das ist tatsächlich jetzt schon von gestern in der neuen Generation und auch in der alten Generation merkst du das ja sicherlich auch immer öfter. Also ich meine jetzt nicht, dass du alt bist, aber, sondern mit deinen Produkten, dass das halt Fernsehen, ich meine, wo läuft noch irgendwie ein Fernseher? Das ist schon selten.
Das ist der Hammer. Vor allem, was du jetzt gerade auch gesagt hast, da muss ich nochmal reingrätschen. Die Einleitung in unserem Podcast hier oder so ein bisschen die Pitch ist ja auch, wer es einmal im Leben schafft, sich Kontakte aufzubauen oder Netzwerke zu spinnen, muss sich nie wieder in seinem Leben finanzielle Sorgen machen. Oh ja. Weil ich ja der Überzeugung bin, alles läuft über Kontakte. Die besten Mitarbeiter finde ich nicht durch Stellenausschreibung. Die besten Jobs werden also nicht die Stellen vergeben. Die besten Deals kriegt man nicht über, ja, weil man irgendwo Kaltakquise macht. Hast du da was dazu zu sagen? Ich meine, oder möchtest du, hast du mal einen Tipp, wie werde ich ein geiler Netzwerker? Wie lerne ich die richtigen Leute kennen? Da hast du dir bestimmt, ja, oder also wenn jemand was zu erzählen hat, dann du. Das unterschreibe ich dir auf jeden Fall sofort, dass man die am besten vorankommt über Netzwerke. Ich kann mir auch alles anschauen, was ich jetzt bis heute hier aufgezogen habe. Das ist alles über Netzwerke entstanden. Und man lernt auch neue, gute Mitarbeiter, wie jetzt gerade zum Beispiel, über Netzwerke kennen. Da stellt der eine dem anderen jemanden vor. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Naja, und wie man ein guter Netzwerker wird. Ich meine, ich war schon immer ein Freund davon, Wissen aufzubauen. Nur weil ich in der Schule keine Lust hatte, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie doof bleiben wollte, sondern ich wollte einfach nur, und das geht ja vielen Unternehmern so, nur über die richtigen Dinge Bescheid wissen. Über irgendwelche Hypotenusen in der Geometrie, das habe ich bis heute noch nie gebraucht. Was die uns hätten mal beibringen sollen, ist der Umgang mit Menschen. Und da gibt es ja nun einige großartige Bücher und ich pflege und hege selbst meine Bibliothek unten im Wohnzimmer, wo jetzt ungefähr so 1000 Bücher drin stehen, die ich gelesen habe. Und vieles davon hat halt damit zu tun, wie ich mit anderen Menschen richtig umgehe. Und ich glaube, wenn man, ich meine, da gibt es diese Grundlagenwerke, die kennt jeder von uns, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, etc. Die vier Menschentypen, die fünf Liebessprachen und. Wo man überhaupt mal lernt, wie funktionieren Menschen überhaupt, weil alles auf dieser Welt hat mit Menschen zu tun, sonst wäre hier nur Schall und Rauch und Wüste. Alles hat mit Menschen zu tun, jedes Unternehmen, jede Parkuhr, alles hat irgendwie mit Menschen zu tun. Und von daher muss ich doch wohl, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich doch wohl Menschen kennen, einordnen können und dann wissen, wie ich mit denen umgehen muss. Weil jeder hat da irgendwie seine Knöpfchen und seine Trigger. Und das Allerwichtigste, glaube ich, und das steht wahrscheinlich sogar schon in der Bibel, dass man ordentlich miteinander umgeht und sich versucht, in den anderen reinzuversetzen, niemanden zu kritisieren, überaus höflich zu sein, sich für den anderen zu interessieren, anstatt meinen eigenen Senf die ganze Zeit zu erzählen, den eigentlich keiner hören will, sondern so wie du es ja jetzt auch machst, du fragst andere Menschen nach ihren Geheimnissen und dadurch wirst du extrem sympathisch. Und selbst wenn ich jetzt eine Stunde lang quassel und du, dein Redeanteil ist nur 15 Minuten, werde ich nachher behaupten, dass es ein hervorragendes Gespräch war, obwohl ich die ganze Zeit gequasselt habe. Das ist der Vorteil des Interviewers. Ne? So ist es. Normalerweise bin ich ja auch oft an deiner Stelle. Und das ist einfach so. Also wenn ich mich für jemanden interessiere, wenn ich aufrichtig wissen möchte, was in seinem Leben so vorgeht und wie ich ihm vielleicht helfen kann etc., dann habe ich einen ganz großartigen Freund gewonnen. Und das ist ja irgendwie die Grundlage von Netzwerken, dass derjenige sich positiv an mich erinnert und mich ein zweites Mal treffen will. Genial. Vielleicht noch hinzuzufügen, oder das möchte ich sagen, ist wahrscheinlich auch, oder du hast ähnliche Erfahrungen gemacht, nicht zu schnell mit der Tür ins Haus fallen, oder? Das ist definitiv richtig. Also da habe ich auch keine Lust zu, wenn ich irgendwelche Anfragen oder irgendwelche neuen Menschen kennenlerne und die kommen dann direkt, ich meine klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die kommen hier gleich mit irgendwelchen blöden Angeboten oder sowas um die Ecke. Bei Xing ist das ja so ein gutes Beispiel, kennst du sicherlich auch, ja. Dass wenn man da einen neuen Kontakt bestätigt oder bei LinkedIn und zwei Minuten später hast du gleich ein Angebotsschreiben im Postfach da, das ist dann schon ein bisschen arg seltsam, ne? Ja, ich bin halt ein Verfechter und ich sag, man muss immer trennen, weil wo ich angefangen habe, hatte ich ein Prinzip, das hieß, aus der Masse kommt die Klasse, mit der Klasse mache ich Kasse. Also ich habe das natürlich schon prophezeit, dass ich erstmal viele Leute anschreiben muss, weil als 20-Jähriger hast du auch keine Chance. Und da sage ich erstmal, ich muss viele Leute kontaktieren, Angebote raushauen, um dann 3-4 Kunden zu haben.
Den Glaubenssatz finde ich allerdings seltsam. Mit 20 hast du doch keine Chance. Also ich weiß nicht. Ich hatte einen guten Mentor. Ich hatte einen guten Mentor und der hat mir diese Idee schon immer beigebracht, eben mit der Masse zu arbeiten. Ja. Und du meintest jetzt den Glaubenssatz, dass man mit 20 keine Chance hat. Ich glaube, ja, genau, den meinte ich. Ich glaube, das sagen sich tatsächlich viele. Ich höre das auch immer wieder, auch wenn ich auf Kongressen spreche oder irgend sowas. Irgendwelche jungen Leute stellen sich mir dann vor oder werden mir vorgestellt. Und die sagen, ja, Mensch, ich bin jetzt gerade mal 21 oder 20 oder 19 oder was weiß ich. Und wie mache ich denn das? Und dann denke ich immer, wieso? Hältst du dich jetzt für was ganz Besonderes oder was? Du bist so ein Mensch wie jeder andere auch. Und wenn du ein paar Grundregeln auf dem Kasten hast, wie man mit Leuten umgeht, dann kannst du auch 16 sein. Ich meine, wie viele Jungunternehmer gibt es, die akquirieren Millionen, Abermillionen für ihre neuen Unternehmen. Also ich glaube, das ist heute ad acta gelegt, dass man als junger Mensch es irgendwie schwerer hat. Ich habe muss ich dir ganz ehrlich sagen, Rainer, die gegenteilige Erfahrung gemacht. Als ich mit 18 angefangen habe, meine erste Firma aufzubauen, waren alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die jetzt so 40, 50 waren, voll auf meiner Seite. Weil die haben alle gesagt, Mensch, der Backer, das ist ja toll, dass sie in ihren jungen Jahren hier schon was bewegen und da will ich sie gerne unterstützen und ich war früher auch so und so weiter. Also da hat man, finde ich, offene Ohren. Du hast 100% recht, nur mein Selbstbewusstsein damals wusste das noch nicht. Ah, okay, ja, das verstehe ich. Also vor allem in der heutigen Zeit, das ist halt wirklich so, heute schafft der 25-Jährige, schafft es heutzutage einen Technologiekonzern für mehrere Milliarden aufzubauen und ein 50-Jähriger, weiß nicht, also heute sind sowieso Rainer, alle Sachen verschoben. Alle noch gar nicht 25. oder so. Du musst dir das mal bei Wikipedia durchlesen, wie diese ganzen Snapchat-Gründer und so, die sind alle noch gar keine 25. Also es hat sich sowieso alles gedreht, aber ich komme ja noch aus einer Zeit, da gab es noch kein Facebook. Ja, gut, du bist schon alt. Ich bin schon alt, ich bin 33 jetzt, das ist wirklich, die ersten grauen Haare sind schon da. Das ist, ja. Aber irgendwann geht's los, ne? Ich möchte für meine Zuhörer dann noch irgendwie ein paar Hacks rausleiern. Ja, klar. Gerade für den Bezug Netzwerke spinnen. Gerade mit so, sagen wir es mal so, wie kann man denn jetzt, wenn man zum Beispiel Angestellte, Zuhörer oder so, sagen, vielleicht für Jobs, sie wollen nächste Jobs bekommen, sie wollen den Chef kennenlernen. Hättest du da Ideen? Wie könnte man sich denn in so einer Welt ranschleichen? Nö, da habe ich keine Idee. Okay. Schade. Weil ich habe mit also irgendwie, weiß ich nicht. Ich wollte das einfach als Tipp, es geht, oder wie könnte man sich überhaupt an Menschen... Du müsstest mich mal kurz überlegen lassen. Also aus eigener Erfahrung weiß ich es halt nicht, weil ich mir nie einen Job gesucht habe. Jetzt müsste ich mal überlegen. Ich hatte mal einen, der hat sich, der wollte unbedingt sozusagen so bei mir in die Schule gehen sozusagen und wollte halt von mir lernen, weil er selber selbstständig und Unternehmer werden wollte und er wollte eine Firma aufbauen und bla 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 und hat gefragt, ob er bei mir nicht arbeiten könnte. Und dann haben wir einen Deal gemacht und dann konnte er bei mir arbeiten. Und wie ich den kennengelernt habe, den habe ich über einen Vorstandskollegen aus dem Verband sozusagen empfohlen bekommen und er hat gesagt, Mensch, ich habe da diesen Jungen und der hat bei mir schon angeklopft, aber ich kann dem nicht so richtig weiterhelfen, weil dafür habe ich irgendwie nicht so die Reichweite. Wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich gesagt, ich kann mich ja mal mit ihm treffen und dann habe ich mich mit ihm getroffen. Ich weiß gar nicht, ob er mich eingeladen hat. Das wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Jedenfalls hat er gesagt, ja, ich habe diese Ideen und dies und das und jenes, aber ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass mir da einiges fehlt. Und da habe ich zu ihm gesagt, wenn du Unternehmer sein willst, dann musst du eine Sache auf jeden Fall richtig gut beherrschen, und zwar verkaufen. Und das heißt jetzt nicht, dass man lernen muss, wie man einen Putzlappen verkauft oder so, sondern man muss einfach lernen, wie präsentiere ich irgendetwas, das ist ja auch dein Thema, Rainer, wie präsentiere ich etwas, wie bringe ich etwas an den Mann, ob das jetzt eine Idee ist oder ein Produkt, ist ja egal, also ob ich jetzt als Unternehmer erstmal Investoren suche und meine Idee verkaufen will oder ob ich ein Produkt schon fertig habe und will es jetzt an den Endkunden bringen. Auf jeden Fall muss ich lernen, wie man verkauft. Davor steht dann wiederum das Thema, womit ich eingeleitet habe, dass man halt wissen muss, wie Menschen ticken. Also was wollen Menschen und in welcher Darreichungsform. Und
Genau, und so ist der zu mir gekommen und der hat halt ganz viele Fragen gestellt und hat sich auch für mich interessiert und hat mir auch Honig um Bart geschmiert und so und das funktioniert halt. Also das hat er auf jeden Fall schon mal richtig gemacht. Scheinbar hat er da auch schon ein, zwei Bücher drüber gelesen. Genial. Ich weiß selber, es sind die Menschen, die sich an einen Rand pirschen, ja, die so gilt es zu machen. Ist gut. Ist gut. Ich habe, das wollte ich jetzt nicht außen vor lassen, aber ich habe auch gelesen, du bist Buchautor. Wo steht das? Ja, ich habe tatsächlich mal ein Buch geschrieben. Das versuche ich aber nicht mehr an die große Glocke zu hängen, weil das erste Buch ist ja in der Nachbetrachtung irgendwie immer dann doch nicht so perfekt. Frag mal, ja. obwohl ich mich an euer erstes Buch immer noch erinnere. Und das ist ja auch wirklich ein super geniales Ding. Wie Direktkontakt hieß das, glaube ich, ne? Richtig, es ist auch heute, wenn ich es mir nochmal durchlese, ich denke mir, oh mein Gott. Ja, aber trotzdem gut. Kennst du das Fremdschämen? Das ist, du liest es und denkst dir, oh je. Aber ich glaube, letztendlich sieht man das auch nur bei seiner eigenen Arbeit so. Andere sehen das vielleicht auch gar nicht so. Ich glaube es, weil man sieht seine eigene Entwicklung und weiß, welchen Entwicklungsstand hatte ich zu der Zeit und man hat sich verbessert und. Richtig. Ja. Aber es also ist ich ein schöner Titel. Du, ich habe das damals, dieses Ein-Stunden-Marketing-Buch habe ich damals geschrieben und wurde dann auch veröffentlicht und wurde dann auch im ganz normalen Buchhandel verkauft. Und das auch nicht schlecht. Das hat mich natürlich auch gefreut. Aber als die erste Auflage dann weg war, habe ich auch gesagt, nee, komm, jetzt ist gut. Und ich habe das damals eigentlich aus einer anderen Motivation herausgeschrieben. Sollte eigentlich gar kein Buch werden, sondern es sollte so eine Anleitung für meine Werbeagentur-Kunden werden, wie man halt ohne großes Budget geile Sachen machen kann. Und das waren jetzt mehr so Klassiker. Da habe ich jetzt nichts irgendwie mit Online-Marketing oder was weiß ich. Aber ich habe einfach irgendwie, was weiß ich, so ein kleines Hotel, die jetzt irgendwie sagen, ja, wir haben nur eine Auslastung von 30-40%. Irgendwie würde ja auch mehr gehen. Und dann habe ich da einfach so ein Kapitel als Beispiel drüber geschrieben, wie derjenige jetzt seine Zimmer verbuchen könnte, indem er zum Beispiel ins Seminargeschäft einsteigt, bla bla bla. Okay. Das waren so kleine Tipps für jede Branche irgendwie etwas und so ein bisschen Markenaufbau, so ein bisschen Verkaufen, Umsätze steigern und so weiter. Und dann haben die alle gesagt, hey, das ist super toll, das ist super cool. Da kannst du eigentlich sogar ein Buch von machen. Das war aber nicht wirklich umfangreich, aber dann habe ich so ein Buch weit unter 100 Seiten habe ich dann davon bauen lassen und wir haben das dann verkauft und ich habe ein paar nette Feedbacks dazu bekommen. Ein paar Leute wollten mich treffen irgendwie und haben dann, ja, aber gut, das war nichts Großes. Aber ist trotzdem, ist ein guter Titel, den man sich nicht mehr nehmen lassen kann. das stimmt. Was es natürlich war, jetzt so zum Thema eine Eigenmarke aufbauen, also aus sich selbst eine Marke machen, das hat mir natürlich unternehmerisch schon geholfen, ne? Wenn die Leute dann irgendwie mich gegoogelt haben und haben dann bei Amazon und Weltbild und bei Süddeutsche irgendwie das über mich gefunden, dass es da ein Buch von mir gibt und bla bla bla. Und dann sind ein paar Zeitungen, Artikel darüber erschienen. Und das hilft natürlich schon, ne? So in der Reputation, um zu sagen, okay, das ist jetzt nicht irgend so ein Fuzzi, sondern das ist scheinbar jemand, der wird auch ernst genommen und so weiter. Ne? Also das hat dann schon auf diesem Weg zur Eigenmarke, hilft es natürlich schon. Ne? Ja, stimmt, ich habe irgendwann den weisen Spruch gehört, Autorität kommt von Autor. Ne? Das ist ein guter Spruch. Eine Sache würde ich da, weil du möchtest ja auch ein paar Details haben und mir sind Details auch wichtig. Auf jeden Fall, schnall's raus. Möchte ich nur sagen, ein Buch, finde ich, gehört gedruckt. So, und da musst du Geld in die Hand nehmen und du musst das Buch drucken lassen, du musst das Ding in den Handel bringen. Diese ganze E-Book-Kacke, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde das irgendwie, also das kann ein Zusatzprodukt sein. Wenn ich jetzt sowieso irgendwie ein spannendes Produkt habe und ich mache irgendwie diese 10 Tipps, bringen sie zu, keine Ahnung, mehr Reichtum und ich veröffentliche das, ist okay, aber ich finde grundsätzlich, wenn man sich Buchautor nennen will, ich finde, dann muss das veröffentlicht sein. Also dann darf das nicht irgendwie so ein PDF im Internet sein. Es ist halt auch, du hast da vollkommen recht. Ich lese auch gedruckt noch am liebsten. Ich finde es auch vom Status her, es ist ein gedrucktes Buch. Da ganz kann man irgendwie genau. Sein Autor, ich meine, E-Book kann jeder heute bei Amazon mal schreiben. Macht auch jeder, ja. Aber ich muss vielleicht für die Zuhörer da an der Stelle meine kleine Anmerkung. Als wir zum Beispiel unser erstes Buch geschrieben haben, wie gesagt, haben wir es nur in der Printversion gemacht und wir haben es dann auch irgendwann listen lassen bei Kindle und iTunes. Nur mal so für die Quoten. Wir haben damals 1% Käufe digital gehabt
Und mittlerweile, ohne unser Zutun, ohne dass wir irgendwas forcieren, bei Amazon liegt halt das Buch und die Leute können wählen Print oder Kindle mit einem Dropdown-Menü. Ja. Wir liegen im Moment bei 70-30, also sprich 70 digital, 30 Print. Ja, ja, definitiv. Also Print, der Markt ja, ist brutal. Print wird auch abnehmen, definitiv. Also, aber ich finde es wichtig, wie du eben selber schon sagtest, das hat halt einen höheren Charakter. Weil E-Book schreiben kann jeder, macht auch jeder, Hannes. Und aber so ein gedrucktes Buch, wow, das ist dann schon nochmal eine Nummer höher. Also wenn man sich selbst wirklich edel platzieren will, ne? Ja. Aber du hast wirklich recht, auch für die Zuhörer ein Buch zu schreiben ist, ich musste so lachen, dass du Fuzzi gesagt hast, weil einer meiner besten Freunde, Tobias Killer, sagte auch, hey, was könnte ich machen? Habe ich gesagt, schreib doch mal ein Buch, du wirst sehen, du wirst beim Kunden besser ankommen. Und er hat eine Versicherungsagentur und er hat das Buch geschrieben mit dem Titel Versicherungen sind mehr als nur ein Fuzzi. Aha. Deswegen gerade der Titel und er sagt auch, es ist wirklich, du kommst zum Kunden, es geht nichts, es geht kein Abschluss und am Ende sagst du, ich lasse hier ein Buch für mich hier. Am Ende kommt, ach, oh, Sie sind Autor. Ach ja, hier eine Frage. Können Sie nochmal schnell über die und hier Versicherung drüber schauen? Und du merkst ja sofort, Status 100% mehr. Toller Einwurf, ja, definitiv. Also wirklich genial. Ich habe ja gelesen auch, oder du bist du noch Verleger oder sagst jetzt in dem Sinne auch Verleger wegen deinem Magazin? Oder wenn jetzt jemand ein Buch schreiben will, kann er sich da auch an dich wenden? Oder ist das jetzt nicht dein Business? Nee, Bücher machen wir nicht, sondern wir machen Zeitschriften, genau. Also Also wenn man es ganz sagen will, dann bin ich Zeitschriftenverleger, also nicht nur Verleger. Verleger ist ja ein allgemeiner Begriff, ne? Ja. Okay, ich schnappe mir das gleich nochmal auf, aber ich wollte vorher noch eins, ich wollte mal auf das Thema Wirtschaft TV kommen. Ja. Magst du mal über das Projekt kurz erzählen, was macht diese Seite oder was macht dieses Portal? Wirtschaft TV ist, wie gesagt, mit der Intention gegründet worden, für das Internet ein Wirtschaftsfernsehen aufzubereiten oder wie auch immer. Und also das heißt, alle Themen, was hat die Wirtschaft nicht alles für Felder? Da geht es um Finanzen, da geht es um Börse, da geht es um Mittelstand, da geht es um Erfolg im Allgemeinen, da geht es um Politik und. Und Wirtschaft TV sollte der Sender werden, der das alles abdeckt, aber online. Wir wollten kein klassischer Fernsehsender sein, also das wollte ich zumindest nie, weil das halt ein sehr starres, ein sehr teures, schwer bewegliches Produkt ist. Und warum soll ich jetzt auf so einen Zug aufspringen, wenn da gerade der Internetzug losfährt und wahnsinnig erfolgreich ist und alle Leute wollen mehr davon und weniger von dem anderen, nämlich Fernsehen. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir gleich Online-Strategie. Dann schauen wir, dass wir bei den ganzen News-Seiten mit unseren Videos reinkommen, weil da sind die Leute, die wollen Informationen haben. Die lesen irgendwelche Artikel über irgendwelche unternehmerischen Sachen. Amazon gründet einen Frischedienst oder was hat die Börse gestern alles verloren, weil der Brexit war, bla bla bla. Und das ist jetzt definitiv genau die richtige Zeit gewesen, 2014, weil da haben die ganzen Internetseiten umgestellt auf Videoangebot. Das ist immer noch in der Mache bei ganz, ganz vielen Websites. Es ist noch ein kleiner Bereich. Aber das war halt eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, wir laden originär unsere ganzen Clips. Wir machen kein Livestreaming. Wir laden unsere ganzen Clips bei YouTube hoch, ohne Werbebarriere, ohne alles. Man kann sofort loslegen und sich das dort anschauen. Und finanzieren tun wir das nicht über irgendwelche nervigen Banner oder irgendwelche Werbeclips oder so. Ich meine, das ist eine Sache, da schaltet sich jedes Mal bei mir alles ab, wenn ich irgendwie D-Max gucke oder irgend sowas auf dem iPad und da laufen erstmal dreimal immer der gleiche Werbespot. Da kommt man sich schon irgendwie so ein bisschen dämlich vor. Naja, das war eine Sache, die wollte ich ganz gerne vermeiden. Und wir lösen das über Produktplatzierungen. Das ist sehr, sehr viel eleganter und ist auch ein ganz tolles, heißes Eisen für viele Unternehmen. Jedenfalls, ja, was soll ich da groß zu sagen? Stell mir irgendeine Frage. Auf jeden Fall, ich wollte, ja klar, es war erstmal für die Zuhörer wichtig, glaube ich, zu wissen, was ist es genau? Und vor allem jetzt würde mich interessieren, du hast massive Reichweite da drauf. Wo kommt es her? Also wenn ich jetzt heute hergehe, eine Website auf die Beine stelle, ein paar Videos drauf tue, guckt es erstmal keiner an. Wie hast du diese Reichweite erzeugt?
Ich habe mir das damals von einem YouTube-Experten sagen lassen, und das zählt natürlich sowieso in den Medien schon seit 100 Jahren, dieses Gesetz. Es geht halt nur über Relevanz. Beziehungsweise, ich meine, Relevanz hört sich immer so hochtrabend an. Relevanz kann auch irgendein Scheißthema sein, aber es muss halt eine Zielgruppe interessieren. Und nimm mal zum Beispiel das Thema Fotografie. Das geht, glaube ich, bei YouTube auch ab ohne Ende, weil sich ganz, ganz viele Leute dafür interessieren, wie fotografiere ich mit meiner blöden Spiegelreflexkamera überhaupt richtig? Und da haben diese Dinger teilweise 500.000 Aufrufe etc. Oder irgendein B-Promi zeigt jeden Morgen, wie er sich im Badezimmer die Ohren wäscht oder was weiß ich. Das sind halt für manche Leute, die auf sowas stehen, ist das halt super wichtig und deswegen gucken die sich das an. Jetzt kann man bei Wirtschaft natürlich darüber streiten, aber es gibt einen großen Teil der Menschen, die interessieren sich dafür und auch innerhalb dieses Themas gibt es dann wieder Untergruppen, nimm zum Beispiel Aktien und Trader und blablabla, dann gibt es Politik, dann gibt es Mittelstand, also da sind dann auch wieder viele Themenbereiche, die in sich interessant sind oder Erfolg. Erfolg ist definitiv ein Bereich, der bei uns extrem gut läuft, wenn wir halt prominente Leute zu ihrem Erfolg befragen, zu ihren Ideen und Strategien und so wie du das ja mit deinem Podcast machst. Und also über Relevanz geht es nur, über gute, hochwertige Inhalte. Und ich finde, das muss extrem gut gemacht sein. Zumindest geht mir das so. Ich kann mir irgend so ein blöde gemachtes Video, kann ich mir einfach nicht angucken, weil, weiß ich nicht, da bin ich dann zu sehr Ästhet. Das stört mich dann. Und von daher, so, das war unsere Strategie. Wir haben scheiß viel Geld in diesen ganzen Technikpark investiert und in unser Studio und so weiter und arbeiten mit ganz normalen Kameraleuten, die auch für Sat.1 oder RTL unterwegs sind und haben deswegen halt hochwertige Bilder, haben hochwertige Themen, haben alles, was an Prominenz in Deutschland so rumläuft und das ist dann halt relevant, ja. Okay, Julian, ich darf zusammenfassen. Deine Erfolgsformel ist Qualität bringen und ihr habt euch diese große Gefolgschaft nur durch Qualität aufgebaut. Weil da ja, muss gut, ich sagen, Hut ab. Ja, gut, das ist natürlich jetzt, ich wusste gar nicht, dass du da tatsächlich so ins Detail gehst und dass deine Zuhörer das so interessiert, auf jeden Fall. Aber gut, ich könnte jetzt mal überlegen, inwiefern. Es ist interessant, Entschuldigung, dass ich sagen muss, diese Kontroverse, weil ich natürlich auch mit Leuten spreche, die zum Beispiel absolute Profis sind für das Thema Paid Traffic, also sprich, wie man massiv User generiert, wie man Leute auf Seiten zieht. Und wie gesagt, das ist eine totale Kontroverse, die du da erzählst. Dass du einfach, weil die sprechen halt genau andersrum. Qualität ist erstmal egal. Es geht darum, dass die User die Seite finden. Ob die Seite hässlich oder schön ist, ist scheißegal. Und deswegen finde ich es total genial, dass du genau das Gegenteil behauptest. Du sagst, das war euer Erfolgsrezept. Ja gut, das ist interessant. Also wir sind natürlich so dieser Klassiker. Wir sind ein Medienunternehmen. Wir sind jetzt keine Blogger-Website oder Produkt-Website oder so. Vielleicht kann man das auch nicht so gut vergleichen. Und gut, wir sind eine Medienseite. Wir sind bei Google News gelistet. Über uns wird bei NTV und bei Stern und bei diesen ganzen, wird über uns berichtet halt und wir haben natürlich dadurch eine andere Reichweite. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt irgendeinen Promi interviewen, dem gerade der Arm abgefallen ist und wir berichten da als Erster drüber oder machen ein Interview mit dem oder filmen das, wie er sich den Arm abschneidet oder was weiß ich, dann ist es klar, dass diese ganzen großen Medienhäuser dann unsere Story aufnehmen und sagen, hier, Wirtschaft TV hat gerade über das und das berichtet. Das kann natürlich jetzt irgendwie so ein kleiner Blogger oder so, der kann das schlecht, weil okay, der hat kein Nachrichtennetzwerk und der hat auch was weiß ich, kein Ü-Wagen oder was weiß ich dann was. Von daher kann man das vielleicht nicht so hundertprozentig vergleichen, aber mir ist Optik immer extrem wichtig gewesen. Da gehe ich manchen, auch meinen Mitarbeitern, extrem mit auf die Nerven, aber das ist halt detailversessen, bin ich da auf jeden Fall. Wenn man auf Wirtschaft TV drauf geht, dann ist das Erste, was mir Leute immer sagen, boah, die sieht aber gut aus, die ist aber aufgeräumt, no, toll, super, da blinkt ja gar nichts und das ist schön aufgeräumt und da komme ich aber gerne wieder. Das ist natürlich etwas, was mich freut, weil das war unser Ziel, dass wir halt optisch auch was Ansprechendes haben, ne? Oh, klasse. Und da muss ich auch nochmal reingrätschen, die Leute, also ich meine, wenn du sagst, wenn man über einen Promi berichtet und, wie kommst du die ganzen Informationen an die Leute ran?
Das sind, gut, das sind zwei Fragen, wie ich an die Informationen komme. Gut, es gibt Nachrichtenticker und so weiter. Und da kommt das Thema Netzwerk natürlich extrem ins Spiel. Also meistens weiß man ja als Medienschaffender schon vor allen anderen, was passiert, weil irgendwelche SMSen oder so, oder heute gibt es ja gar keine SMS mehr, das heißt ja jetzt WhatsApp und so weiter, durch die Gegend geistern unter Journalisten und sagen, Mensch, du, ich bin hier gerade auf der PK, also Pressekonferenz, und der erzählt gerade das, warte mal, in 10 Minuten geht das über den Äther und so. Ne? Also das sind dann, oder bei Bundespräsident Gauck, als der dann gesagt hat, er wird keine zweite Amtszeit in Erwägung ziehen, das wussten wir halt auch schon Stunden vorher, weil halt aus diesen sind durchsickert und dann kommt es halt bei den ganzen Medienleuten an, ne? Weil Medienleute versuchen natürlich ihre ganzen Informanten überall in den Ministerien oder so sitzen zu haben, dass man halt als Erster an die Informationen rankommt. Und wie kommt man an die Leute ran? Gut, wenn ich ein seriöses, und ich kann ja nur von unserem Medienunternehmen reden, wenn ich ein seriöses Medienunternehmen habe, ich wirke nach außen extrem professionell, also das Medienunternehmen, und wir bringen relevante Sachen und wir erzählen keinen Scheiß, dann haben diese ganzen Leute, und ob das jetzt ein EZB-Präsident ist oder ob das, was weiß ich, nehmen wir mal Jordan Belfort, vielleicht sagt er dir was, vom Namen her. Weißt du, diese Leute geben uns Interviews, weil die einfach sehen, okay, das ist ein professionelles, hochwertiges Medienunternehmen, da habe ich jetzt nichts zu befürchten. So, ne? Dadurch kennst du die Leute natürlich auch wieder und ist auch ein Vorzeigebild, wenn du mit so jemandem wieder ein Interview gemacht hast. Richtig. Es ist ein Kettenlauf. Also wirklich genial, mit 30 Jahren so vernetzt zu sein und so. Hut ab. Ja, danke dir. Kann man nur an die Zuhörer appellieren. Netzwerke aufbauen, Netzwerke. Ne? Es ist genial. Definitiv. Genau das, was du vorhin sagtest. Also wenn du ein gutes Netzwerk hast, dann brauchst du nie wieder Sorgen zu machen, dass du beruflich nicht weiterkommst. Ich sage, ob selbstständig, ob angestellt, das ist völlig egal. Definitiv. Ich hatte ja noch so eingangs noch einen Slogan, das Thema sich selbst als Marke aufbauen. Mhm. Und das hast du ja auch in Perfektion gemacht. Hast du dazu noch einen Trick oder vielleicht eine kleine Geschichte oder irgendwas, was inspirierend für unsere Zuhörer ist? Wie macht man das? Inspirieren. Oder einfach die Frage. Ja, genau, richtig. Auch so eine einfache Frage. Na, wie macht man das? Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig langer Prozess. Viele Leute sind natürlich ungeduldig heutzutage und wollen das am besten übermorgen haben. Und also Geduld brauche ich. Ich brauche das Verständnis, was eine Personenmarke, also sagen wir mal ein Prominenter, was den so auszeichnet. Und das kann ich mir ja anschauen. Das fängt bei ganz, ganz kleinen Sachen an. Wenn du jetzt Boris Becker googelst und du gehst auf Google Bilder, also überhaupt erstmal, wenn du Boris Becker googelst, dann kommt die Übersichtsseite, kommt dann mit Nachrichtenbeiträgen über Boris Becker und mit einer Bilderleiste über Boris Becker und vielleicht noch irgendein Video da drin. Das sind auf jeden Fall schon mal drei Bestandteile, die sind dann auch wichtig für mich. Also das heißt, ich brauche Medienberichte über mich. Das heißt, da muss ich ein paar Netzwerke zu irgendwelchen Journalisten oder Bloggern oder so aufbauen, die mal sich für mich interessieren und mal was mit mir zusammen oder über mich machen. Dann brauche ich Bilder ohne Ende. Bei Bildern ist es wichtig, dass du dir halt nicht nur bei Facebook irgendwie deine schönen Bilder hochlädst von deinem Urlaubserlebnis, sondern dass du auch dich als Professional auch im Bild darstellst und die dann hochlädst auf mehreren Quellen. Die kannst du dir alle selber schaffen. Es gibt Google+, es gibt einen WordPress-Blog, es gibt alles Mögliche. Und wichtig ist natürlich, dieses Bild auch zu benennen. Das vergessen viele. Viele nennen das dann einfach DSC00387, so wie es vom Speicherstick kommt. Aber da kann Google natürlich wenig mit anfangen. Das heißt, du musst das auf jeden Fall auch deinen Namen nach benennen oder deiner Firma nach benennen. Und dann lädst du es hoch.
dann schreibst du noch einen kleinen Text dazu und guckst, dass das vielleicht auch noch bei 2, 3 anderen Quellen zu finden ist. Also je offizieller, desto besser. Also es hilft dir auch, wenn du in irgendeiner Kommentarfunktion bei Stern, Spiegel oder wo auch immer vielleicht auch mal ein Bild postest mit einer entsprechenden Benennung. Das wird natürlich super schnell gefunden von Google. Und so erarbeitest du dir natürlich irgendwann eine Bilderleiste. Was auf den Bildern drauf ist, musst du dann halt selber irgendwie bestimmen, was du da drauf haben willst und ob das jetzt ein Handshakes mit irgendwelchen prominenten Leuten sind oder wie du im Alltag, keine Ahnung, in deinem Geschäft stehst oder was weiß ich, kommt dann ja individuell drauf an. Und klar, ich meine, ein Video ist ja nur heutzutage auch nicht wirklich schwer. Wenn man sich als Marke platzieren will, muss man halt immer gucken, wie will ich wahrgenommen werden? Will ich jetzt irgendwie als Blogger wahrgenommen werden und kann direkt in die Kamera gucken? Das ist bei Bildern halt auch wichtig. Ob du sozusagen beobachtet wirst von den Bildern oder Videos oder ob du da direkt reinsprichst und direkt in die Kamera guckst mit deinen Augen. Das ist etwas, was dir jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel Boris Becker, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber das wird wahrscheinlich so sein, die meisten Bilder, da wird er nicht in die Kamera gucken, weil sich die Öffentlichkeit für ihn interessiert. Und deswegen muss er nicht in die Kamera gucken, weil er wird einfach von irgendjemandem fotografiert. Und das ist ein Trick, den wende ich schon fast immer an und hat eine große Auswirkung auf die Wirkung der Bilder. Wenn ich direkt reingucke, sieht es natürlich danach aus, hey, guck mich an, wie toll und wichtig ich bin. Wenn ich beobachtet werde auf den Bildern oder den Videos, dann ist es natürlich eine andere Sache, weil das Unterbewusstsein sofort sagt, aha, der ist so wichtig, dass er beobachtet wird. Der weiß gar nicht, dass er gerade fotografiert wird. Bei Videos halt genauso, wenn du jetzt irgendwie deine Company, vorstellst oder so, dann besorgt dir halt irgendeinen Freund oder deine Freundin macht es, die dich halt interviewt und du guckst halt nicht in die Kamera, sondern guckst halt kurz neben die Kamera, so wie bei einem normalen Interview halt auch. So, und dann gibt es verschiedene Dinge, die du natürlich, wenn wir jetzt mal bei dem Thema online bleiben, machen kannst. Du kannst dir so eine Art Wikipedia-Seite einrichten. Ich meine, wenn du relevant bist, kannst du dir eine echte Wikipedia-Seite einrichten. Wenn du gerade noch auf dem Weg bist, dann gibt es halt auch andere Anbieter wie Pluspedia oder Wiki-Unternehmen oder was weiß ich, wo du dich einfach mal vorstellen kannst. Natürlich aus Sicht einer dritten Person. Du schreibst natürlich nicht, hallo, ich bin der Rainer und ich bin ganz wichtig und überhaupt, sondern das schreibt natürlich irgendjemand über dich. Klar, du machst es selber, aber du schreibst halt in der dritten Person. Und in der Öffentlichkeit, kann man natürlich je nach Branche versuchen, an irgendwelchen Diskussionen oder sowas teilzunehmen, die halt öffentlichkeitsrelevant sind. Du kannst ein Buch schreiben, wie wir eben ja schon festgestellt haben. Was kannst du noch? Du kannst irgendwo mal einen Vortrag halten, wenn da halt nur 3 Leute sitzen, sollen die sich halt eng zusammensetzen fürs Foto. Und fällt mir noch gerade was ein. Du kannst dich auf jeden Fall, und das ist eine Sache, das ist so die Königsdisziplin, kannst dich mit wichtigen Leuten umgeben, weil die färben dann auf dich ab. Das Glück hatte ich schon immer, dass ich halt jetzt meinem Beruf geschuldet mit total prominenten Fernsehstars oder wie auch immer in Kontakt komme und werde mit denen zusammen abgelichtet. Das ist natürlich eine Sache, besser geht's gar nicht, weil das färbt natürlich alles auf mich ab und die Leute glauben, ich bin den ganzen Tag nur mit solchen Leuten unterwegs. Ne? Ich sehe es jeden Tag auf Facebook. Ich sehe es vom geistigen Auge. Denke mir, Mensch, wen kennt diese Julian eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. Ja, also Facebook, nur mal so ein kleiner Einwand, weil du sagtest, Details sind interessant. Bei mir gibt's immer nur einen Post pro Tag. Ich weiß, viele teilen den ganzen Tag lang irgendwelche unsinnigen Sachen. Das ist vielleicht auch ganz nett, aber die Leute bestellen dich halt ab. Die Leute wollen das in ihrer Timeline nicht sehen, weil die haben noch 1000 andere da drin. Und wenn du da irgendwann anfängst zu nerven, dann wirst du halt, dann wirst du halt weggeklickt, ne? Und dann hast du natürlich deinen wichtigen Kanal verloren, aus dir auch eine Marke zu machen, ne? Also einmal pro Tag etwas Schönes, Relevantes oder halt irgendwie, was Nettes. Du bist gerade im Hotel anstatt auf dem Klo oder wie auch immer. Das ist natürlich etwas Interessantes, eine schöne Kulisse im Hintergrund vielleicht. Und, Machmalmäßig. Wirklich eine Fülle an Informationen. Ich habe selber wie fleißig hier mitgeschrieben. Weiß ich gleich schon, welche Lücken ich hier habe.
Wird gleich umgesetzt. Also wirklich genial. Auch dank meine Zuhörer schon mal hier draußen. Also wirklich genial, was alles in Informationen hier drin war. Bei Xing geht ja mittlerweile auch viel. Das war früher relativ eingeschränkt. Ich bin noch zu OpenBC-Zeiten eingestiegen. Da hieß es noch gar nicht Xing. Und das war eine lange Zeit sehr eingeschränkt. Da konnte man nur diese kleinen Statusmeldungen verfassen. Das habe ich auch immer fleißig gemacht. Als ich meine Werbeagentur und so weiter hatte, hatte ich dann immer geschrieben, Julian Backhaus hat jetzt einen Termin mit BMW, bla 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 oder keine Ahnung was. Und das hat auch funktioniert, das hat gut gezogen. Viele Leute haben gesagt, Mensch, Sie haben ja Aufträge ohne Ende, da müssen Sie ja so gut sein, dann muss ich mich ja auch mal mit Ihnen zusammensetzen. Und heutzutage kannst du da ja auch schön Links und so weiter teilen. Bilder geht noch nicht, das geht bei LinkedIn. Aber da kann man dann auch, wenn man jetzt mal, ich stelle da immer noch regelmäßig Blogartikel hoch, in der Überschrift steht dann Julian Backhaus im Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner oder was weiß ich und dann ein Bild dazu. Und das ist natürlich auch immer noch etwas Öffentlichkeitswirksames, ne? Das kann man auf allen Kanälen machen. Auch notiert. Genial. Google Plus ist übrigens eine Sache, die ist zwar, also die meisten sagen jetzt nicht, dass Google Plus ein total genial ist und den ganzen Tag auf Google Plus sind, aber Google Plus ist natürlich, wenn wir jetzt über Google-Ergebnisse reden, the first place to be. Ne? Also wenn du Bilder hochlädst und irgendwelche Blogartikel oder wie auch immer, dann solltest du die immer auf deiner Google Plus-Seite als erstes platzieren, weil das wird nach ungefähr 24 Stunden dann auch in den Google-Ergebnissen angezeigt. Das ist natürlich auch wichtig für dich. Okay, auch gleich notiert. heute lerne ich am meisten. Das ist sehr schön. Genau. Ich möchte ein Thema jetzt noch ansprechen. Ich meine, ich weiß es ja, aber ich wollte auch jetzt drauf hinkommen. Was ist dein neuestes Baby? Auch mal für die Zuhörer. Das neueste Produkt, was wir mit dem Verlag rausgegeben haben, ist das Erfolg-Magazin. Viele kennen vielleicht das Success-Magazin aus den USA. Und ich habe das auch immer abonniert und bestellt und mir dann aus den USA kommen lassen, was relativ umständlich und teuer ist. Aber in Deutschland hat es immer gefehlt. Und ich sag dir, das ist eine Sache, die möchte ich eigentlich schon seit 10 Jahren machen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht seit 8. Aber ich wollte immer für Deutschland ein Erfolgsmagazin erfinden sozusagen oder aufbauen. Der Inhalt ist ja relativ klar, was da drin ist. Da geht es darum, erfolgreicher zu werden. Und das ist etwas, wo ich mir aber von vornherein bewusst war, da darfst du nicht viel falsch machen, da musst du ein extrem gutes Netzwerk haben, da musst du genau wissen, wie Verlag funktioniert und wie Hefte produzieren geht und so weiter und so weiter. Und da musste ich mir auch erstmal meinen Mitarbeiterstab aufbauen, musste mir gute Leute einstellen etc., dass wir das wirklich von vornherein richtig machen. Ich meine, beim Sachwertmagazin, das waren meine ersten Gehversuche. Ich meine, ich bin froh, dass es so erfolgreich geworden ist, aber das war halt noch meine Spielwiese, wo ich viel gelernt habe. Und dieses komplette, das Vertriebsnetzwerk und so weiter, das hatten wir jetzt schon alles und konnten jetzt sofort starten mit dem Erfolg-Magazin. Erscheint jetzt auch erstmalig am Kiosk. Erstmal da, wo es richtig abgeht, also an Bahnhöfen und Flughäfen. Da wird es zuerst sein. Und online gibt es das natürlich auch in allen Stores, also bei Axel Springer oder bei United Kiosk oder bei Chibo sogar oder bei, ich weiß nicht was alles. Kannst es überall runterladen. Und beim Erfolg-Magazin bin ich wirklich stolz drauf. Wir haben echt die Creme de la Creme der deutschen Erfolgreichen auch. Also das war mir wichtig, dass man jetzt nicht nur international Bill Gates und bla 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 da reinpackt, sondern dass man auch mal guckt, wen haben wir denn in Deutschland? Und da ist also Oliver Kahn drin, da ist Robin Schulz drin, da ist Dirk Nowitzki drin, Carsten Maschmeyer, Sky Dumont, Eckhard von Hirschhausen, Jürgen Drews und dann viele Prominente, über die wir was schreiben und die wir interviewt haben und Trainer vor allen Dingen, also ob das ein Ilja Grischkowitz ist oder Martin Limbeck oder Jürgen Höller, die halt so ihre Erfolgsgeheimnisse ausplaudern und zu jedem Bereich etwas. Also da geht es jetzt nicht nur darum, wie kann ich jetzt irgendwie reich werden, sondern wie kann ich besser kommunizieren, wie kann ich mir Humor aufbauen, wie kann ich meine Business-Idee umsetzen,
wie kann ich selbstbewusster werden, wie kann ich besser kommunizieren, wie baue ich mir einen Lebenstraum auf und. Also ganz, ganz viel. Und die Feedbacks sind wirklich tränenrührend, also wirklich ganz, ganz tolles Feedback, was wir kriegen. Dass jede Seite spannend ist, keiner blättert irgendetwas weg, sondern alle 84 Seiten sind extrem hochwertig mit großartigem Know-how. Ja, also das, da bin ich auf jeden Fall in erster Linie natürlich froh, dass es uns gelungen ist, und jetzt freue ich mich natürlich, was daraus wird. Okay, ja, packe es in die Shownotes auch rein. Danke. Und ich wünsche mir auch ein Exemplar. Ja, ist schon auf dem Postweg zu dir. Sehr gerne. Danke. Perfekt. Egal, ich muss Danke sagen, es war wirklich ein bereichendes Interview, also ich habe selber wieder sehr viel mitgeschrieben, es war ja ich genial. Ich hätte gar nicht so gedacht, dass wir so lange Programm machen können, das ist ja wie im Fluge vergangen. Du, ja, immer wenn es was Spannendes gibt, oder das fordern ja auch meine Zuhörer, dass hier coole Hacks, coole Tipps, coole Tricks dabei sind, und da danke an der Stelle. Danke dir. Eine Frage jetzt einfach so persönlicher Natur. Wo geht's bei dir hin? Was ist so, ich meine, dein Ziel, das Fernsehunternehmen, hast du ja eigentlich erreicht. Bist du jetzt jemand, der sagt, ich lebe einfach hier Lola-Prinzip, mal gucken, was kommt, oder steht eine größere Vision jetzt an? Also das Lola-Prinzip, ist ja witzig, dass du das ansprichst. Das kennt ja eigentlich kaum jemand, das Buch von René Egli ist das ja, ne? Und das finde ich auch, das habe ich ganz, ganz früh schon gelesen, finde ich auch extrem super, das Buch. Und diese ganze Macht der Anziehung etc. Ich bin schon auf der einen Seite auch ein Freund davon, finde ich. Mir sind ganz, ganz viele Dinge passiert, die hätte ich überhaupt nicht planen können. Und die hätte ich auch in der Zeit gar nicht planen können. Von daher war ich froh, oder bin ich froh, dass ich da immer offen war und mir da nicht irgendwie ein zu starres Korsett oder Konzept aufgebaut habe, nachdem ich jetzt zu leben habe, sondern dass ich da wirklich auch immer links und rechts frei war, bin ich heute noch, und gucke immer links und rechts, welche Projekte, wo ich mal Ja sagen kann, wo ich Nein sagen sollte. Und das ist eigentlich so eine Bauchgefühlgeschichte. Ich meine, mittlerweile wissen viele, dass im Bauch ja eh viel mehr Nervenzellen sind als im Kopf. Also auf den Bauch sollte man öfter hören als auf den Kopf. Und von daher, also da bin ich definitiv immer auf der Suche nach neuen Ideen und nach auch mal was Verrücktem. Ich überlege gerade, ein Restaurant zu kaufen. Und das ist auch so eine Kindheitsgeschichte. Ja, und ich meine, wenn es relativ ich sag mal, ohne großes Verlustrisiko, wenn man sich das leisten kann und wenn man das machen kann, dann sollte man manche Dinge auch einfach mal machen. Weil ich habe ja auch vorhin gesagt, über die meisten Dinge ärgert man sich, die man irgendwie dann doch nicht gemacht hat. Das ist ja dieses Sterbebett-Reue-Prinzip, ne? Also das will ich nicht erleben. Und also klar, das wächst immer. Die Unternehmen, die es jetzt gibt, und die Produkte, die es jetzt gibt, die sollen immer besser werden und sich weiterentwickeln. Das hat der Wolfgang Grupp von Trigema mal zu mir gesagt. Man muss ein Produkt immer in die Tiefe weiterentwickeln. Man muss nicht immer nur neue Produkte erfinden. Und aber trotzdem versuche ich natürlich im Bewegtbild weiter Relevanz zu schaffen und auch im Verlagsbereich, im Printbereich, im Magazine und so weiter, neue Magazine zu erfinden. Wir haben noch ein paar neue in der Pipeline. Das dauert aber immer so 1-2 Jahre, bis es dann tatsächlich auf den Markt kommt. Und und auch sonst gucke ich links und rechts, was man noch so anstellen kann. Bin mir sicher, wir werden wieder von dir hören. Ja, okay. Also vielen Dank, und ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit, vor allem jetzt auch mit dem Magazin, dass es richtig schön durchstartet, wenn es auf den Markt kommt. Ja. Und danke nochmal, und bis bald. Danke dir, Rainer. Mach's gut, ciao. Tschüss. Vielen Dank für diese geniale Folge und dass du dabei warst. Sei gespannt auf die nächsten faszinierenden Marketing-Hacks und spannenden Interviews mit superklasse Innovatoren. Falls noch nicht geschehen, abonniere jetzt diesen Podcast, um garantiert keine Folge zu verpassen. Wir garantieren dir hier die besten Marketing-Tricks und Kniffe, die wir auf dem Markt finden können. Sei dabei und werde auch du zum größten Marketing-Hacker aller Zeiten.